Unglaublich viele Kinder und Jugendliche besitzen mittlerweile ein Handy. Also geht ja schon ganz, ganz früh los. Die Diskussion ist natürlich immer groß unter den Eltern. Wann startet man und welche Kinder sollten lieber kein Handy haben? Aber was darf man damit vor allem alles machen? Wann wird die rote Linie überschritten? Unser Richter Alexander Holt erklärt, was rechtens ist und was nicht. Die Schule ist aus. Trödelnde Töchter, das kennt man noch von früher. Neu ist der Klassenchat. Die Themen, die abseits von Lehrern und Eltern da diskutiert werden, sind ja so wichtig. Und wie war's in der Schule? Hey, gibst du mir mal eine Antwort? Mit wem schreibst du da überhaupt? Hä, das ist unser Klassenchat. Du hast mich überhaupt gar nicht gefragt, ob du das darfst. Darf mein Kind am Klassenchat teilnehmen? Klassenchats sind selbst in der Grundschule heute für viele eine Selbstverständlichkeit. Wer hier als Eltern bremst, gilt als Spielverderber. Aber da heißt es schnell, zur Prüfungsvorbereitung für die Hausaufgaben oder schlicht um den sozialen Anschluss nicht zu verpassen, muss ein Schüler einfach dazugehören. Das Problem dabei, das ist ein Kommunikationsraum, der ist völlig abgeschottet von Lehrern und Eltern. Und er wird auch weder in der Schule noch in der Familie reflektiert. Erstaunlich viele Jugendliche würden gern wieder aussteigen. Sie sprechen über den Druck, den der Chat erzeugt, den Schwachsinn, mit dem sie sich auseinandersetzen oder den sie wegfiltern müssen. Und dass trotzdem das Gefühl bleibt, sie könnten etwas Entscheidendes verpassen. Mit all dem sollten sie ihre Kinder nicht allein lassen. Und deshalb ist es ihr gutes Recht und Teil ihres Erziehungs- und Bestimmungsrechts, dass ihr Kind nur dann am Klassenchat teilnehmen darf, wenn sie es ihm erlaubt haben. Im Klassenchat schwelt ein Streit. Wenn vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint, der fiese Mitschüler hat sich den Hate verdient. Sag mal, das kannst du nicht schreiben, du kriegst du Ärger mit der Polizei. Ach Mama, ich ärgere ihn doch nur ein bisschen. Macht sich mein Kind strafbar, wenn es im Chat andere mobbt? Man muss ja sauber unterscheiden zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Strafmündig ist man erst mit 14. Dann kann ein Jugendlicher aber großen Ärger mit Jugendrichter und Staatsanwalt bekommen. Mobbing kann Tatbestände wie Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, aber auch Nötigung und sogar Körperverletzung erfüllen. Das kann mit Sozialstunden, Geldauflagen, Jugendarrest und im Extremfall auch mit Jugendstrafen geahndet werden. Aber auch wer unter 14 Jahre alt ist, genießt keine Narrenfreiheit, denn eine zivilrechtliche Abmahnung kann jeden treffen, der die nötige Einsichtsfähigkeit hat. Das kann bei einer Beleidigung durchaus schon bei einem 7-Jährigen der Fall sein. Fräulein Tochter ist schon lange zu spät und telefonisch ist sie auch nicht zu erreichen. Das riecht nach Ärger. Hoffentlich hat sie eine gute Ausrede parat. Sonja, wo bleibst du denn? Warum gehst du nicht an dein Handy, wenn ich dich anrufe? Ich habe mir Sorgen gemacht. Der Lehrer hat mir mein Handy weggenommen. Bitte, was hat er? Das ist ja die Höhe. Darf der Lehrer das Smartphone meines Kindes einkassieren? Während des Unterrichts ist so ein Verbot natürlich sinnvoll. Und zwar nicht nur, weil es bei Prüfungen als elektronischer Spickzettel dienen kann, sondern weil es den Unterricht stört, wenn das Handy in der Mathestunde klingelt oder ein Schüler eine Facebook-Nachricht postet. Dann bleibt Lehrern gar nichts anderes übrig, als die Schulordnung durchzusetzen. Und das geht nur, wenn der Lehrer dem Schüler das Mobiltelefon wegnimmt. Wichtig, er darf das Handy aber nur in Gewahrsam nehmen. Das Handy durchzustöbern, um zu überprüfen, ob der Schüler eine WhatsApp verschickt hat, das ist nicht erlaubt. Spätestens nach Schulschluss kann der Schüler aber sein Telefon wieder zurückverlangen. Behält die Schule das Mobiltelefon länger als für die Dauer des Schultages, wäre das ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Eigentumsrecht des Schülers.